Hallo, liebe Aufrufer. Grüß Gott. Guten Tag. Täglich Lichtgeschwindigkeit und die Folge zu diesem Buch Israel schafft sich ab von dem israelitischen Historiker und Zionisten Gershom Gorenberg, orthodoxer Jude, also ein gläubiger Mensch, hat hier ein populärwissenschaftliches Buch über den Horizont aus seiner Sicht als Zionist für Israel bekannt, anders kann man das nicht nennen, und es ist erschreckend. Und zumindest ist ja in der ganzen Problematik zu sehen, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt und nicht nur eine Interessenslinie, sondern dass da offensichtlich sogar ganz schwerwiegende, konfligäre Vorstellungen sind zwischen dem Staat Israel, zwischen den informellen Aktivitäten von jüdischen Akteuren in Israel unter dem Aspekt von Ultraorthodoxie oder auch der wahren Rechtgläubigkeit. Ich habe hier jetzt zu dem Thema, dass morgen die Knesset-Wahlen sind, die Parlamentswahlen in Israel, und viel in den deutschen Zeitungen darüber berichtet wird, also mehr als über Holland, Dänemark oder Polen oder Tschechei oder Österreich oder Schweiz, wird überhaupt fast nicht darüber. Hier wird jeden Tag ein Kandidat vorgestellt und alles wird gemacht. Da möchte ich heute aus dem Neuen Deutschland Folgendes, da Israel hat eine eigene Seite hier, hier auch noch Israel, Seite 3, Mythos und Wahrheit, der Historiker Shlomo Sand über die Erfindung des jüdischen Volkes und des Landes Israels, oder hier Netanyahu gibt sich siegessicher, Koalitionsbildungen könnten schwierig werden, 34 Parteien und Listen stellen sich den Wählern, dann darunter Linke zersplittert und zerstritten, arabische Parteien, also es gibt Araber, die völlig normale Staatsbürger in Israel sind, allerdings mit eingeschränkten Rechten, aber die haben auch Parteien und die stehen auch zur Wahl. Und dann ist hier unter einer Rubrik, die ja nicht unüblich ist in allen Zeitungen mal, da heißt es Lexikon, Israels Wahlrecht. Das möchte ich kurz hier zum Besten geben. Im Neuen Deutschland heute Montag, 21. Januar, zu unserer deutschen Aufklärung, Information und Kommunikation. Morgen sind in Israel Wahlen, Parlamentswahlen, und hier geht es ums Wahlrecht. Eine Wahlnacht im Mai 1986, fast 8 Monate nach der Ermordung Yitzhak Rabins. Ins Bett ging man mit dem Gedanken, der Sozialdemokrat Shimon Peres werde neuer Regierungschef. Am Morgen erfuhr man jedoch, Premierminister sei nun der rechte Benjamin Netanyahu. Das kann 2013 nicht mehr geschehen. Die Direktwahl des Premiers wurde bald wieder abgeschafft. Seit 2003 werden nur noch für das Parlament Stimmen abgegeben. Wahlberechtigt sind alle Staatsbürger Israels ab 18. Mehr als 15% der rund 5,5 Millionen Wahlberechtigten kommen aus arabischen oder drusischen Dörfern und Städten. 850.000 arabische Israelis. Doch die wenigsten Wähler in den besetzten Gebieten der Golanhöhen im Westjordanland und Ostjerusalem machen von ihrem Recht Gebrauch. Die Parteien, die die 2%-Hürde übersprungen haben, werden zusammengezählt und durch 120 geteilt. Daraus ergibt sich die Stimmenzahl, die für einen Sitz nötig ist. Da dies nie genau aufgeht, können einzelne Gruppierungen mit anderen Parteien über die Aufteilung der überzähligen Stimmen verhandeln. Kommt kein Deal zustande, gehen die überschüssigen Stimmen zurück in einen Topf, aus dem sie nach einem komplizierten Schlüssel auf die Parteien aufgeteilt werden. Deshalb verändern sich die Fraktionsstärken häufig noch Tage nach der Wahl. Nach der Wahl beauftragt der Staatspräsident meist den Chef der größten Fraktion mit der Regierungsbildung, wofür eine Frist von 21 Tagen gilt.
die um 21 weitere Tage verlängert werden kann. Bleiben die Bemühungen erfolglos, kann der Präsident Neuwahlen anordnen oder einem anderen Politiker den Auftrag erteilen. Eine Mehrheit der Abgeordneten kann dem Präsidenten aber auch selbst einen Personalvorschlag unterbreiten, den er akzeptieren muss. Dieser Kandidat hat allerdings nur 14 Tage für die Koalitionsbildung. Reguläre Neuwahlen stehen alle 4 Jahre an, mit einer Besonderheit. Sie haben am dritten Dienstag des Monats Cheshwan stattzufinden. Das wäre in diesem Jahr der 22. Oktober. Da das derzeitige Parlament außerplanmäßig am 10. Februar 2009 gewählt wurde, hätte die Legislaturperiode also 4 Jahre und 8 Monate gedauert. Aber Regierungen schöpfen das Maximum nie ganz aus. Lieber berauben sie, wie in Großbritannien, Neuwahlen an, wenn die Vorzeichen günstig zu sein scheinen. So hat es Netanyahu gemacht, deshalb ist morgen Wahlen im Parlament in Israel. Und nun Gershom Gorenbergs Text hier. Wie in der Westbank wurden hier private Wohnhäuser auf Hügelkuppen zwischen arabische Gemeinden gesetzt. Um dort Wohnraum zu erwerben, mussten Interessenten zuerst die Genehmigung des Zulassungskomitees der Gemeinschaft erlangen. Diese Methode, so ist hinzuzufügen, ermöglichte es auch aus dem Nahen Osten stammende Juden, Alleinerziehende oder Menschen mit der falschen Religionszugehörigkeit je nach Laune des Komitees auszuschließen. Die beständigste Auswirkung war jedoch der Ausschluss der Araber. Quellenangabe. Doch innerhalb Israels geriet die Geisteshaltung der Besatzung mit demokratischen Einstellungen und Institutionen ins Gehege. 1995 versuchten Adel und Imam Kaadan, ein Ehepaar aus der israelisch-arabischen Stadt Baqa al-Gharbiya, ein Grundstück in der benachbarten Gemeinschaftssiedlung Katzir zu kaufen. Als junge, gut ausgebildete Berufstätige, die großen Wert auf einen Wohnort mit guten Schulen legten, damit ihre Töchter auf die richtigen Universitäten gehen konnten, passten sie ins Profil von Katzir. Als Araber wurde ihnen gesagt, dass es sinnlos sei, sich auch nur darum zu bewerben. Der Staat hatte das Land der Jewish Agency zugeteilt, um eine Siedlung im Grünen zu bauen, und die Jewish Agency errichtete solche Gemeinden nur für Juden. Als Bürger einer Demokratie wandten sich die Kaadans an die Vereinigung für Bürgerrechte in Israel, die vor dem obersten Gerichtshof Klage einreichte. Quellenangabe. In seinem Urteil 5 Jahre später entschied das Gericht unter Bezugnahme auf Quellen, die von der Genesis bis zum Urteil im US-amerikanischen Prozess Brown vs. Board of Education reichte. Quellenangabe. Das, Zitat, Gleichheit eines der Gründungsprinzipien des Staates Israel ist. Und der Staat arabische Bürger bei der Landvergabe nicht diskriminieren dürfe. Auch dürfe er die Jewish Agency nicht als diskriminierenden Mittler benutzen. Denn, Zitat, was der Staat nicht selbst tun darf, das darf er auch nicht indirekt tun. Quellenangabe. Nach vielen Verzögerungen nahm sich das Zulassungskomitee von Katzir des Antrags der Kaadans abermals an. Es kam zu dem Schluss, dass sie ungeeignet seien, sich sozial einzupassen, und lehnte ihren Antrag ab. Wieder klagten die Anwälte des Paares vor dem obersten Gerichtshof. Zu den Beweisstücken, die sie vorlegten, gehörte ein internes Grundsatzpapier der Jewish Agency, das in Reaktion auf das Urteil des Gerichts aus dem Jahre 2000 verfasst worden war. Es empfahl, Zitat, kein großes Geschrei zu machen und weiterhin zu tun, was wir getan haben, Zitat Ende. Mit anderen Worten, weiterhin zu diskriminieren. Schließlich
Nach einer Anhörung, in der die wütenden Kommentare der Richter schon erahnen ließen, dass der Staat unterliegen würde, durften die Kaadans ein Grundstück in Katsir kaufen. Quellenangabe. 2007 konnten sie mit dem Bau ihres Hauses beginnen. Quellenangabe. Kurz darauf stellte eine Koalition israelischer Menschenrechtsorganisationen die Araber, Homosexuelle und Juden mit nahöstlichem Hintergrund vertraten, vor dem obersten Gericht den Antrag, die ganze Prozedur der Zulassungskomitees zu verbieten. Zur Zeit der Abfassung dieses Buches ist dieses Verfahren noch in der Schwebe. Quellenangabe. Bis zu diesem Punkt illustriert die Geschichte den charakteristischen Widerspruch der israelischen Geschichte, den internen Zusammenstoß von Chauvinismus und Liberalismus, von Ethnokratie und Demokratie. Mehr noch. Sie zeigt den Fortschritt zum Besseren in einem Land, das an der Last der Vergangenheit zu tragen hat, doch nach seinen Idealen strebt, ein zwar schmerzlich langsamer, aber realer Fortschritt. In der Politik führen die meisten Handlungen jedoch häufig zu ungleichartigen Reaktionen. Besonders ein Politiker ist in den letzten Jahren am stärksten zur Verkörperung der Reaktion geworden, Avigdor Liebermann. Derzeit Außenminister im Kabinett Netanyahu, der ist zurückgetreten übrigens inzwischen, und einer der führenden rechtsnationalistischen Bannerträger. Liebermanns Lieblingsthemen sind eine kriegerische Außenpolitik, die Notwendigkeit eines Regimes unter einem mächtigen, keinen Beschränkungen unterworfenen Regierungschef und vor allem die Gefahr interner Feinde. Quellenangabe. Die Liste dieser Feinde beginnt mit den arabischen Bürgern. Zitat: An jedem Ort der Welt, wo es zwei Völker gibt, zwei Religionen, zwei Sprachen, gibt es Reibung und Konflikt, sagte mir Liebermann einmal in einem Interview in seinem Knesset-Büro. Die Lösung, so bekräftigte er, sei totale politische Trennung. Womit er meinte, dass Israel seine arabische Minderheit loswerden müsse. Quellenangabe. Er sprach auch von seiner Bewunderung für Winston Churchill und Peter den Großen, den russischen Autokraten des frühen 18. Jahrhunderts, der den Anschluss seines Riesenreiches an das moderne Europa forcierte. Er sah beide als Vorbilder für das Festhalten an der eigenen Vision gegenüber allen Anfeindungen und allem Spott. Liebermann sagte, sein Lieblingsbuch, das er mindestens 300 Mal gelesen habe, sei der historische Roman Peter der Erste, geschrieben während der Herrschaft Stalins von Alexei Tolstoi, einem entfernten Verwandten des Autors von Krieg und Frieden, porträtiert es den Zar und unausgesprochen auch Stalin. Voller Sympathie. Seine Mission erkennt Peter der Große darin, die Russen nach seinen Vorstellungen zu formen, sie aus ihrer ewigen Lethargie zu reißen und ihnen den Fortschritt, wenn es sein muss, mit Gewalt einzubläuen. Mit einer Revolte konfrontiert, greift er durch. Die Kerker füllten sich und weitere Tausende von Leichen schaukelten im Schneesturm an den Mauern Moskaus. Peter selbst beteiligt sich an der Folter von Verschwörern. Liebermann verriet mir, dass er das Buch aufschlage und darin lese, wann immer er etwas brauche, um sich zu beruhigen. Quellenangabe. Liebermann wurde 1958 im sowjetischen Moldawien geboren und kam im Alter von 20 Jahren nach Israel. Nachdem er die Hebräische Universität absolviert hatte, wurde er Likud-Funktionär und zog in die kleine Westbank-Siedlung Nokdim in den Bergen südöstlich von Bethlehem. Als Benjamin Netanyahu 1996 erstmals zum Premierminister gewählt wurde, machte er Liebermann zu seinem Bürodirektor, eine Position vergleichbar mit der des Stabschefs im Weißen Haus in den USA. Liebermann erwarb sich im Likud den Ruf eines Einpeitschers und war im folgenden Jahr zum Rücktritt gezwungen, um die zerrütteten Beziehungen des Premierministers zu seinen Parteigenossen zu kitten.
Quellenangabe. Bei den Wahlen von 1999 trat Liebermann auf seiner eigenen Liste an und stellte seine Einwandereridentität und die radikal rechte Gesinnung seiner Plattform heraus. Beinahe 1 Million Immigranten waren im Jahrzehnt zuvor aus der ehemaligen Sowjetunion ins Land geströmt. Die Zahl der Ingenieure in Israel vervierfachte sich. Die Zahl der Ärzte schwoll auf die doppelte Größe an. Enttäuschte Hochqualifizierte mussten Jobs als angelernte Arbeiter übernehmen, manchmal in Konkurrenz zur arabischen Unterklasse. Der Name, den Liebermann seiner Partei gab, Yisrael Beitenu, unser Haus Israel, war eine lautstarke Ankündigung jener, die dort noch nicht ganz daheim waren. Mit der Betonung auf unser gelesen, unser Haus Israel, schwang darin auch mit, dass es andere Leute im Land gab, die als Fremde betrachtet werden sollten. Die Psychologie des Antisemiten erklärte Jean-Paul Sartre so: Wenn ich den Juden als minderwertiges, schädliches Wesen behandle, so fühle ich mich im gleichen Augenblick zu einer Elite gehörig. Was soll aber der Mensch, der die Mitgliedschaft in einer Aristokratie anstrebt, tun, wenn er gar keinen Juden erkennen kann, die ihm Schaden zufügen? Wenn es keinen Juden gäbe, der Antisemit würde ihn erfinden, antwortete Sartre. Quellenangabe. Liebermanns Botschaft wies den Arabern die Stelle der verhassten Außenseiter zu, die es anderen ermöglichte, sich zugehörig zu fühlen. Die Liste Unser Haus Israel gewann ihrer ersten Wahl 4 Sitze, bei den Wahlen von 2009 waren es 15 Mandate. Und Liebermann führte die drittgrößte Partei der Knesset. In diesem Zeitraum machten Liebermanns Ansichten über die Palästinenser eine Entwicklung durch. Ursprünglich schloss er sich der extrem rechten Nationalen Einheitspartei an, die für einen freiwilligen Transfer der Palästinenser aus der Westbank und dem Gazastreifen eintrat, um das ganze biblische Land Israel zu behalten. 2004 erklärte er jedoch plötzlich, dass er eine Teilung des Landes zwischen Juden und Palästinensern favorisiere. Das passte zu einem Trend. Zu dieser Zeit schien ein ganzer Teil der Rechten das Argument der Linken zu akzeptieren, dass Israel kein jüdisches und demokratisches Land bleiben könne, wenn es alle besetzten Gebiete behielte. Der stellvertretende Premierminister Ehud Olmert, der sein Leben lang für Groß-Israel eingetreten war, schlug vor, sich aus einem Großteil der Westbank zurückzuziehen. Premierminister Sharon verkündete seinen Plan, aus Gaza abzuziehen. Doch Liebermanns Vorschlag hatte seinen eigenen Drall. Israel sollte seine größten Siedlungen im Westjordanland behalten und dafür etwas von dem Land nahe der Grenze zur Westbank abtreten. Gebiete, die von Arabern, israelische Staatsbürger und Wähler, bevölkert sind. Am Rednerpult der Knesset trat er dafür ein, arabische Bürger aus anderen Teilen Israels in den neuen Palästinenserstaat auszuweisen. Quellenangabe. Vor der Wahl von 2006, möglicherweise um zu verhindern, dass seine Partei wegen Rassismus von den Wahlen ausgeschlossen wurde, hörte er auf, von Zwangsumsiedlung zu sprechen. Stattdessen forderte seine Plattform, die Staatsbürgerschaft abhängig zu machen von einem Treueschwur auf Staat, Flagge und Nationalhymne. Jeder Israeli, der den Schwur verweigere, behalte das Bleiberecht, dürfe aber nicht mehr wählen. Israels Nationalfahne, die einen jüdischen Stern zeigt, und seine Hymne, in der die jüdische Seele besungen wird, wecken seit langem die Opposition arabischer Bürger, die sich von diesen Symbolen ausgeschlossen fühlen. Liebermanns Plan machte sich diese Gegnerschaft zunutze, um ihnen mangelnde Loyalität vorzuwerfen und das Wahlrecht zu entziehen. Ein solches Gesetz ist in fortschrittlichen westlichen Ländern, an erster Stelle den Vereinigten Staaten von Amerika, üblich, hieß es im Wahlprogramm seiner Yisrael Beitenu.
Quellenangabe. Tatsächlich scheint der Vorschlag dem Gesetz nach gebildet worden zu sein, das im postsowjetischen Estland dazu dient, nichtesten die Staatsbürgerschaft zu verweigern. Quellenangabe. Liebermanns Gesinnungswandel erklärt sich damit, dass er das Ziel wechselte, statt sich hauptsächlich auf die Palästinenser in den besetzten Gebieten zu konzentrieren, stellte er nun Israels eigene palästinensische Bürger als Hauptfeind hin. Der Erfolg seiner Partei bei den Wahlen 2009 zeigte, dass seine ressentimentgeladene Rhetorik auch über die Immigrantengemeinde hinaus Resonanz fand. Doch dieser Erfolg war nur eine Facette des Aufstiegs der radikalen Rechten. Ja, Israel schafft sich ab, wird fortgesetzt. Danke für